Wir sind wieder zurück und heute aus einer besonderen Location. Und zwar, wir wurden eingeladen. Ich hatte die Ehre und durfte die Behausung des Bosses kennenlernen. Wir sind hier beim Stefan im Büro. Hier entstehen die Gamepläne sozusagen, die rausgehen an euch, an die ganzen Profiathleten, wo wir die hoffentlich noch mehrere Qualifikationen jetzt für Olympia holen. Wie viel sind es jetzt mittlerweile? Sieben sind es bis Sieben, jetzt. Alter, aber geil. Ne, was war Rekord? Neun? Na, Ne, der letztes Jahr? aktuelle Rekord ist acht und Acht. ich Der wird geschlagen noch. muss, also müssen ist gar nichts, kann ja immer blöd laufen, aber Muss die schon. Chancen stehen gut, dass noch die eine oder Ja. andere dazukommt. Krass. Und im Frühjahr dachten wir noch so, wow, nicht, dass wir allein Na. hinfliegen, aber hat er sich selbst eingebrockt. Jetzt hat er wieder jede Menge zu tun und schlaflose Nächte bei Olympia. Vor allem die Diversität ist irgendwie geil, Geil, weil es ja. ist im Moment ist Frauenbodybuilding, Men Physik, Ja, Wellness, Classic. Klassik, das ist bis jetzt und jetzt schauen wir, dass noch Wird schon noch ein Open Bikini nachkommen. und Open noch rasselt und dann bin ich happy. Vor allem Das wäre Open geil. wäre halt echt geil. Ja, Aber wir werden sehen. für uns geht es auf jeden Fall, oder wir sind schon in der Vorbereitung. Voll. Wir haben frühzeitig begonnen. Stefan, ganz witzig, Stefan meint immer so, ja, 12, 13 Wochen reichen theoretisch aus. Es läuft dann immer so ab, ich quengel schon daheim rum, 20 Weeks out. Oh, ich bin so schwer und oh, glaubst du echt, Schatzi? Alice schreibt Stefan, der Junge dreht durch. Stefan schreibt mir, ich sag ja, komm, lass uns einfach langsam mal reingrooven. Dann nehme ich die Cheat Meals raus, 16 Wochen vorher und dann geht's eigentlich so los. Und jetzt muss ich sagen, habe ich mich kopfmäßig schon mega gut eingegroovt. Wir beide wieder als Team zu dritt mit Alice noch, also in einer tollen Synergie, was ich dann auch so lieb. Also wäre es kein gesundheitlicher Aspekt, warum man eine Wettkampfpause machen müsste, würde ich das ganze Jahr durchpreppen, weil ich es auch so lieb, die Chemie, die wir dann zwischeneinander haben. So, das ist einfach wirklich schön, da was zu arbeiten. Gestern gab es einen Formcheck, da hat Stefan jetzt noch, und ich habe auch Stefan noch nicht gefragt, aber hat sich Stefan das Ganze natürlich kritisch angeguckt nach der Offseason, die wir hatten. Und jetzt eigentlich genau richtiger Zeitpunkt, dass ich hergekommen bin, war mir auch wirklich wichtig, jetzt bevor Stefan verreist, unterwegs ist und ich dann ja auch irgendwann die Reise antritt, dass du mich in Live dann nochmal siehst, wir auch nochmal zusammen trainieren, gerade Rücken und heute Arme. Was mir immer wichtig ist, dass du da nochmal drüber schaust, aber was kannst du jetzt? Stand 29.07. ist es, gell? 23 zum Paket aussagen. Es ist ja grundsätzlich so, ich muster die Leute ja immer durch. Ab dem ersten Zeitpunkt, wo sie aus dem Flieger aussteigen, wo sie durch ein Tor durchgehen. Und der erste Eindruck ist lustigerweise oft für mich bestätigender oder wichtiger als dann das Knockout zeigen, weil ich so bestimmte Vorstellungen habe. Und so frei nach der Leber weggesprochen, das Erste, was ich mir gedacht habe, der Bub ist wirklich so groß oder so viel, wie er gesagt hat. Das war so das Erste, wie du da mit deinem Koffer rausgetrabt bist. Das ist echt, da ist echt ordentlich Beef drauf und vor allem, du hast gleich gesehen, die Struktur ist halt einfach da. Das hat sich dann natürlich komplett bewahrheitet, wie es die ausgezogen hast. Es gibt signifikante Verbesserungen. Im Brust-Arm-Bereich, der Adduktor hat aufgeholt, ist besser worden. Also, es schaut wirklich gut aus. Nacken ist besser worden, oberer Rücken ist besser worden. Also, es gibt Fortschritt im Bereich des Rückens. Ist der Rücken absolut Endlevel noch nicht, aber die Reise geht absolut in die richtige Richtung. Jeder wird das absolut sehen dann auf der Bühne. Posing hat da super dran gearbeitet, also weil die Leute halt auch immer, grundsätzlich ist es so, jetzt sagen alle draußen, ja, Urs ist so ein großes Posing-Talent und da ist er so gut drin und das stimmt absolut, aber auch jedes Talent muss Ja, arbeiten. immer. Und jedes Talent muss versuchen, sich neu zu erfinden und weiterzuentwickeln. Und das ist halt ein ganz großartiger Aspekt, der Urs Kaliczynski zu dem macht, was er ist, einer der besten Bodybuilder quer über alle Klassen, sage ich das jetzt ganz offen, auf der Welt, weil er genau diese Fähigkeit hat,
auch das, was gut ist, zu verbessern, immer nach vorn zu schauen und immer weiter zu streben. Und das war für mich eigentlich auch total schön, das zu sehen, dass es muskulär in diese Richtung gegangen ist, aber vor allem auch in seinen Talenten, wie das Posing, da noch Fortschritt da war und das auch besser geworden ist. Und das macht halt echt Spaß, das zu sehen. Ich denke halt immer, was bringt dir der muskuläre Fortschritt, wenn du es nicht zeigen kannst auf der Bühne? Und deswegen, Stefan und ich, immer jede Pose, Jahr für Jahr gehen wir noch kritischer damit um und gucken, jetzt wissen wir, wo sind wir platziert ungefähr im Olympia-Ranking, wer sind so die Gegner, auf die wir treffen und wie kann man die sozusagen bestmöglich ausspielen. Und da muss man dann immer je nachdem, gegen wen man steht, die Posen auch immer dann anders stellen und der Körper verändert sich. Voll. Und somit auch das Posing, also es muss immer angepasst werden. Das ist nie so, dass du sagst, okay, ich lerne das jetzt und dann kann ich es immer jedes Jahr abrufen. Ich versuche immer frühzeitig in der Vorbereitung, also mindestens 12 Wochen vorher, das Posing wirklich anzufangen. Nicht nur die Kür, das macht mir ja Spaß, aber so das... Ja. Die Pflichtposen sind eigentlich das Mühsame. Ja, ich finde es aber auch geil, weil das ist so das, wo du dann wirklich den Fortschritt zeigen kannst. Ich mein bestes Beispiel ist der Chris da von 2000, ja, die Rückenpose. 15, 16. Es ist wirklich, klar, es ist muskulär mehr gegangen, aber es war einfach eine 90-prozentige Veränderung der Pose und alle haben gesagt, boah, der hat ja 10 Kilo mehr Fleisch am Rücken. Und genau das ist das, was man verbessern muss. Den Schocker habe ich gebracht mit der Doppelbizeps von vorne, die wir verändert haben und die dann ja sozusagen immer für den Posensieg gereicht hat. Also so geht man das Step-by-Step durch. Jetzt haben wir seitliche Brust und Back-Double-Biceps richtig abgegradet. Und damals, als ich noch beim Herr Weinberger war in den USA, haben wir das ja schon festgestellt, dass man die noch oder dass er bei denen noch nicht ganz zufrieden war. Und jetzt kann ich da halt die nächsten Wochen einfach richtig Gas geben, das Ganze manifestieren und da die Posen einfach im Schlaf morgens um 3 aus dem FF können. Weil das ist immer ziemlich wichtig so. Und muskuläre Fortschritte, die werden Jahr für Jahr kommen. Das ist, ich meine, trainieren kann ich langsam, fressen kann ich auch und schlafen kann ich auch und der Rest passiert mit der Zeit so. Und ich bin aber auch froh, ich habe gerade auch im Rücken die Verbesserung und gerade in den Armen die Verbesserung selber auch gesehen. Oft ist ja so, dass man dann denkt, ja okay, ist gar nichts passiert, bis man das dann vergleicht. Stefan macht es auch immer psychologisch ganz cool, der schickt mir dann auch Vergleichsbilder und dann, wenn ich wieder rumheul, dann sagt der Kollege, hör mal zu, guck mal, wie du letztes Jahr aussahst um die Zeit, wie eine Mimose, dann hat er ja eine halbe Doktorarbeit noch geschrieben, weil ich ja immer so ein gewichtsverklemmter Typ bin, was mich selber auch immer nervt, ich jetzt damit aber einfach gelernt habe, umzugehen. Ich muss sagen, ich bin so cool wie noch nie, wenn ich auf die Waage stehe. Und vor allem seitdem... Der Doktorarbeit? Er hat sie die Doktorarbeit genannt, hieß es so... Oh, ruf mich mal an, sobald es geht. Ich denke so, oh shit, was ist jetzt los? Hoffentlich nichts angestellt. Dann guck mal, schau mal her. Das mit dem Gewicht hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Zeigt er mir irgendeine Ultra-Tabelle mit dem Gewicht von der Arnold letztes Jahr, von allen Vorbereitungen, die wir gemacht haben, wie der Verlauf war, hat er ewig da eingetippt und dann so ein Diagramm erstellt. Ich habe es in Insta auch in der Story geteilt, wie der Idealverlauf wäre und wie sprunghaft immer mein Gewicht war. Und ich dachte halt wieder, Stefan, streich die Kalorien, wir müssen mehr Gas geben. Und er lässt sich, dann habe ich das Gefühl, manchmal ist von mir so, weil ich dann so viel Pressure mache, dass er dann sagt, ja okay, dann cutten wir halt ein bisschen die Kerls. Aber diesmal hat er mir einfach so gezeigt, hey, chill Junge, wir sind im Vergleich zu den anderen Preps optimal im Zeitplan. Weil ich meine, bei der Arnold's Prep, wo wir 8 oder 9 Wochen hatten, um von 119 auf 101 Kilo zu kommen, haben wir das auch abgerissen und da war es nochmal ganz anders. Und auch zu sehen, was man auch sehen konnte, ist, dass wir dem Gewichtslimit immer näher kommen. Voll. Stefan aber auch errechnet hat, dass wir nicht unbedingt 10 Kilo Muskulatur abschmeißen müssen, wie oft so gesagt wird. Also ich bin...
Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das alles genauso verläuft, wie wir oder wie der Boss das auf den Plan schreibt und sich in seinem Professorenhirn da zusammengeschustert hat. Weil, ja, eins könnt ihr mir glauben, dieses Jahr bin ich so heiß wie noch nie und ich bin auch zuversichtlich, dass es diesmal ohne irgendwelchen, sag ich mal, Bredouillen abläuft, weil gestern Wir haben drücken wir die auch Daumen. geredet, ja. Gestern saßen wir am Tisch noch nach dem Gym. Heuliger Zweit von mir. Ja, erst der Arnolds Krankenhausaufenthalt, dann die ganze Social Media Geschichte vor dem Olympia mit, ich meine, klar, ist jetzt nicht lebensbedrohlich, wie es jetzt in Ohio war, aber dass da mit den Nerven alles durchgeht und der Instagram-Account gehackt wird und sonst was, waren alles immer solche Dinge, die uns ein Stein im Weg waren. Ich glaube, dieses Jahr können wir beide da einfach reinmarschieren und uns denken, jetzt reißen wir den Laden ab. Und deswegen fühlt sich das Ganze auch extrem professionell auch einfach an, auch was vielleicht für viele interessant ist, so in der Zusammenarbeit mit Alicia zu Hause, ich meine als Partnerin, die erste Vorbereitung ist bei euch. Könnt ihr euch denken, wie sowas läuft, wenn die Partnerin keine Ahnung hat von sowas und das überhaupt nicht versteht und es dann lernt zu verstehen und dann die zweite und jetzt Mal für Mal wird es einfach so viel besser. Aber mit der werde ich bestimmt auch noch ein kleines Interview machen. Ich glaube, das ist wichtig oder ist mir wichtig, dass ihr das auch seht. Aber heute mit Stefan auf jeden Fall, ja, das Wochenende verbringen und da gucken, dass wir vorwärts kommen. Weil Urs vorher gerade gesagt hat, ich lasse mich von ihm überreden, dann Kalorien zu droppen. Das sehe ich ein bisschen anders. Was viele da draußen vielleicht in einer Coach-Athleten-Beziehung nicht so einschätzen können oder selber nicht wissen, es geht nur zusammen. Ja? Was meine Aufgabe als Coach eher ist, die Gesamtsituation abzuwiegen. Und wenn ich merke, dass das Gewicht nicht droppt, für ihn eine größere seelische Belastung ist, was das durchweg sein kann, und das ist vollkommen legitim, kein Zeichen von Schwäche oder sonst irgendwas, ist es oft geschickter, jetzt den Schritt einzuleiten, den du gerne hättest, obwohl ich es gern anders hätte, weil es in der Gesamtheit besser ist. Das heißt, du musst als Coach, gibt es nicht nur die rein fachliche Komponente, sondern du musst halt Stressniveau, Belastung, Ängste, einfach alles mit einkalkulieren können, um damit zusammen dann das beste Ergebnis zu bringen. Und da kommt jetzt genau der Punkt, warum dieses System so gut funktioniert, und das ist der Faktor Alicia. Das ist wirklich der Faktor Alicia. Es ist ganz einfach so. Sie ist dieses Auge von außen, dass mir einfach immer wieder die richtigen Hinweise und Sachen geben und sagen kann, die meine Arbeit um so viel einfacher macht. Und das ist halt echt der Punkt, wo du sagst, okay, du kannst diese gesamte Sichtweise von Coaching, Performance und Athleten weiterbringen, einfach echt noch auf ein komplett anders neues Level bringen. Ich habe mir gerade letztens, also wir haben gerade vorher geredet, ich schaue wahnsinnig gern fern, und ich habe mir letztens so eine Coaching-Serie auf Netflix angeschaut über die besten Coaches der Welt, wo unter anderem auch der José Mourinho war. Und der Mourinho hat was gesagt, dass man so aus dem Herzen gesprochen hat. Du kannst dem Ronaldo nicht Fußballspielen beibringen. Was sollst du jetzt dem Ronaldo Fußballspielen beibringen? Aber du kannst den Ronaldo so stabilisieren, du kannst ihm so zum Leader machen, du kannst ihm so viel Vertrauen und das alles geben, dass er zu diesen Leistungen fähig ist. Und das ist halt dieses Dreiergespann, das da ist, das, glaube ich, dieses perfekte Environment ist, um genau diese Sachen möglich zu machen. Weil, wie er vorher gesagt hat, trainieren kann der Junge schon langsam. Ja, es ist sehr psychologisch auch mittlerweile schon. Das ist so, nicht, dass ich jetzt eine Mimose bin Na, und darum geht's gar nicht da. rumheul, also nicht diese, da ja, gibt es ja auch diese Ja. Psychologie, wenn man das zu Leuten sagt, die halt den Coach haben, weil die irgendeine Person brauchen, die Feuer heulen können. Ich meine, da Gott bewahre, das ist für mich muss ein Coach nicht mal, also ich sehe das ja ganz krass. Also in Deutschland ist so ein bisschen dieses Coaching-Ding so, ich nehme mir den mal und ich bezahle den ja und dann kann ich dem ja auch auf den Sack gehen. So wie Coaching ich auch durch meinen Vater kennengelernt habe, der halt in Polen ziemlich hoch Gewichte gehoben hat, war es halt eher so,
du musst dem Coach erstmal beweisen, dass du gut das genug passt, bist. Genau. Und das, dann kann der mal so ein bisschen dir so Tipps geben. Also ich sehe das immer noch aus der Komponente. Zudem, das ist halt auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es halt so, ich will auch keine Schwäche zeigen vor Stefan, wenn der jetzt sagt, hey, wie geht's dir? Dann sage ich halt, ja, passt, zieh mal weiter durch. Und da kommt halt Alicia gut ins Spiel, die halt als Partnerin halt sieht, okay, der Typ liegt einfach nur im Eck und da geht gar nichts mehr vorwärts. Und dann kriegt Stefan halt die wahre Info sozusagen immer ans Licht. Und das ist dann doch sehr cool. Und ich denke mir, das mal im Nachhinein, ja gut, hätte ich vielleicht besser kommunizieren sollen. Aber im Endeffekt funktioniert so ganz gut. Ich bin super motiviert. Ich dachte eigentlich erst so, boah, nach der Tohubabohu-Arnolds-Prep jetzt gleich nochmal so früh in die Vorbereitung starten für die Herbstsaison, weil der Olympia jetzt auch doch einen Monat früher ist, was vier Wochen im Bodybuilding sind, eine lange Zeit, die man für, sei es jetzt Regeneration, Aufbau oder sonst was nutzen kann. Dachte ich mir, okay, werde ich da schon ready sein, aber Stefan hat das super mit der Downtime eingeplant, super mit der Strukturierung vom Jahr und jetzt ist es dann tatsächlich, du hast diesmal so, normal war es, ich weiß noch, letztes oder vor 2 Jahren, ich meine, es sind schon ein paar Jahre, wo wir jetzt arbeiten, aber wo du mich die eine Offseason echt gut gefüttert hast, so, da war ich so richtig, oh, endlich Vorbereitung. Mhm. Diesmal war es eher so, wow, jetzt schon in die Vorbereitung wird es, aber jetzt muss ich sagen, bin ich so 2 Wochen drin und es ist so wieder das Gefühl, die Flamme, dieser Tunnel, wo du so drin bist, so auch mit allem drumherum, die Community weiß Bescheid, so jetzt ist Prep, jetzt geht's vorwärts, also ist herrlich und da blühe ich dann immer Feuer auf, das ist ja einfach mein Ding, so Vorbereitung zu machen, man weiß, man hat dann auch automatisch wieder viel mehr mit dem Bodybuilding-Geschehen so zu tun, ja. Ich weiß nicht, warum das immer so kommt, aber ich fühle mich manchmal so absolut lost im Aufbau, aber im Endeffekt haben wir trotzdem gute Resultate erzielt und ich bin halt ultra gespannt, wie es jetzt die Final Form dann aussehen wird. Vor allem, weil das Coole ist auch so, ich schreibe immer wieder mit Stefan und über seine Athleten und der hört einfach nicht auf, dazu zu lernen und hat dann andere Strategien auch, wenn es an so kleine Sachen sind wie der Pre-Show-Pump, dass man da Sachen umgestellt hat, die noch viel besser funktionieren, dass man eine bisschen andere Ladestrategie macht. Also der ist immer sozusagen informationsgierig und schaut da, dass man immer noch was optimieren kann. Also das ist dann auch eine coole Sache, ist nicht so ein stupides Ding, sondern wir gucken da auch, dass wir immer mehr dazulernen und besser werden, oder? Voll. Wie ist es denn eigentlich für dich? Bei mir ist es so, dieses, wenn man jetzt die Zahl hört, 16 Wochen, denkt man sich, boah, keine Ahnung, als junger Mensch überhaupt, 16 Wochen sind 7 Leben. Ja. Aber diese scheiß 16 Wochen vergehen für mich dann immer fast zu schnell. Ja, wie ist das von der Sportlerseite? Wenn du dann in der Prep bist, rennt das auch wie ein D-Zug an einem vorbei? Ja, schon. Weil man denkt so von Tag zu Tag und hakt den Tag so ab. Und irgendwie, und dann ist schon der nächste Tag und meistens mache ich dann halt sowas wie jetzt dich besuchen, 3 Tage. Hm. Ich meine, ich bin 3 Tage hier und das ist so bam, 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 weil man halt viel macht und so. Und dann, ist natürlich schon, ist es immer so bis zu 4 Weeks out oder so, wenn es dann so eklig wird, so richtig eklig, dann ist halt so, boah, jetzt den Tag überleben, weil dann gehst du so, okay, habe ich geschafft. Bis dahin fliegt es aber, also es ist wirklich. Für einen Coach ist ja immer ein bisschen so, das ist ja, ich bin jetzt total ehrlich, ist ja immer ein bisschen mit Angst geknüpft. Ja, klar. Und es ist zum Beispiel so 16 bis, ich sage jetzt mal 6-7 Wochen out, bin ich der gechillteste Mensch der Welt. Weil du sagst, okay, das klingt jetzt zwar blöd, aber in 7 Wochen kannst du dann eigentlich noch alles machen, was zu machen ist. Aber so diese wirklich seelisch angespannte Zeit kommt dann 7 Weeks out und die Zeit verfliegt.
Die Zeit verfliegt. Bei mir ist es dann echt so, ich wache ja jeden Tag in der Früh auf und weiß, so und so viele Tage sind es noch für die und die Leute bis zu dem und dem Wettkampf. Und dann fängst du halt echt an, der Stresspegel geht drauf und die Angst geht drauf, weil du natürlich irgendwelche Sachen zu dem Zeitpunkt schon sehen musst. Ja. Und das ist dann, da denkst du dann auch, pah, das geht jetzt echt schnell. Natürlich wollen wir beide gewinnen. Und ich denke halt aber, was noch viel enttäuschender ist, wenn wir jetzt ein Paket auf die Bühne stellen, was das letztjährige Paket nicht ablösen würde. Ja, so. Und das ist halt, das ist für mich immer so der oberste Ansporn. Das ist der oberste Gradmesser, aber selbst da muss man dann sagen, der ist ja umständeabhängig. Ja, genau. Grundsätzlich. Mittlerweile wissen wir sind erwachsen genug und alt genug, dass Sachen passieren können, die nicht unter der Kontrolle sind. Bis jetzt ist das Glückspendel wirklich immer auf unsere Seiten gefallen und mit allem, was wir haben, hoffen wir, dass das auch weiterhin so ist. Schwäche war es, ja. Training haben wir auch einiges verändert und umgestellt und es funktioniert ja da seitdem auch. Ich finde nur, es ist immer so ein eingebranntes Ding, wo man sagt, der hat doch die Armschwäche. Ich meine, auch ein Chris Bumstead hat die Armschwäche. Und die haben sich so dermaßen verbessert, die passen zum Gesamtpaket bei ihm, dass es eigentlich, wenn man mal seinen Kopf so reinwaschen würde und nüchtern betrachtet, ohne den Vorurteil die Physik angucken würde, es eigentlich dann doch passt. Ich meine, ich werde jetzt nie den Mutantenarm haben und nie den Mutantenrücken. Gut, Rücken haben schon viele geschafft aufzubauen, dass er wirklich zu Stärke wurde. Dennis Wolf zum Beispiel auch, Phil Heath. Aber man sieht halt immer das, was noch negativ ist, sozusagen, gerade in dem Sport. Wenn man jetzt die Beine oder so anguckt, wird keiner sagen, boah, seine Beine sind aber echt zu groß, so ist es ja. Gerade in der Klassik geht es ja um Harmonie, weil du gesagt hast, Monsterarme würden die nicht weiterbringen. Gehe ich so weit, dass ich sage, Monsterarme würden in dem Fall schaden, weil alles, was übertrieben gut ist, weist auf andere Schwächen hin. Die Arme haben sich super angeglichen, eigentlich in jeder Pose. Der Rücken ist noch das, was das Gesamtkunstwerk ein bisschen abschwächt. Das ist nach wie vor so. Wird besser von Saison zu Saison, vom Wettkampf zu Wettkampf. Der Rücken, einer der komplexesten Muskeln, es sind ja mehrere Muskeln, die wir haben. Verbesserungen passieren nicht von heute auf morgen. Und für alle dort draußen, die Veränderung, die der Urs in 2 Jahren gemacht hat, für die brauchen andere 20 oder schaffen es gar nicht. Muss man auch mal vielleicht ein bisschen offensiv sagen, dass man da schon Zeitrahmen mit einberechnen muss. Wichtig ist, dass man halt versucht, das Ganze zu verbessern und zu einem noch ausgeglicheneren Gesamtpaket zu bringen. Zum Thema Rücken, das ist halt auch so ein Muskel gewesen. Ich meine, der war auch immer noch ziemlich jung bei mir, was die Muskelqualität angeht. Und ich dachte mir immer, hey, wie können die Leute gerade so einen Breon Ancy, so einen grainy Rücken haben? Ich meine, klar, der hat auch das Fleisch drauf, aber die Qualität, ich meine, ihr kennt bei mir die Beine und du weißt ja selber, die Beine sind immer irgendwie wie Stein und die Qualität ist drin und die Front vom Oberkörper auch, aber ich dachte mir halt immer beim Rücken, ich habe auch immer Stefan geschrieben, ja, da ist noch zu viel Fett drauf, was ist denn da? Hat er gesagt, nee, das ist nicht das Fett, Density. Sondern das ist die Density und das, die Qualität für die Laien, also die wirkliche Qualität der Muskulatur, die Reife, die da einfach noch fehlt. Und die kriegst du einfach über die Jahre mit entsprechendem guten, gezielten Training. Und das ist das, was ich verbessern will. Ich meine, es gibt Athleten, die haben einen gewissen Altersvorsprung, die haben mehr Jahre trainiert. Und gerade so ein Breon, das ist, ich meine, der ist schon ewig am Eisen. Da verbessert sich natürlich die Qualität auch noch. Und man muss immer gucken, da an seinen Schwachstellen hart dran zu arbeiten. Und ich kann euch garantieren, das mache ich. Und Stefan macht es auch in der Begleitung und im Coaching. Also von dem her, Feuer frei und auf eine erfolgreiche Saison 2023. So ist es. Gutes Abschlusswort.